Hallo und herzlich willkommen zu unserem Grundkurs Daten als öffentliche Infrastruktur. Mein Name ist Ferran Mayer, ich bin Referentin für digitale Ordnungspolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben heute wieder ein Datenthema in diesem Grundkurs. Es geht um das Thema Open Data, offene Daten, und wir werden uns mit ihrem Potenzial für die Demokratie, für das Gemeinwohl und für die Wirtschaft beschäftigen. Denn es ist so, dass offene Daten zum Beispiel ganz neue Beteiligungsmöglichkeiten schaffen können. Sie können die Transparenz erhöhen, es BürgerInnen ermöglichen, besser informiert am demokratischen Prozess teilzunehmen. Und das trägt eben letztlich dazu bei, das Vertrauen in das politische System zu stärken, den Wissensstand der Gesellschaft zu verbessern. Und offene Daten können auch das Verwaltungshandeln effizienter machen, Dienstleistungen verbessern, Innovationen fördern oder eben ganz neuartige Geschäftsmodelle ermöglichen. Um dieses Potenzial von offenen Daten für diesen Dreiklang Demokratie, Gemeinwohl und Wirtschaft auszuschöpfen, dass es sich entfalten kann, brauchen wir natürlich die richtigen Rahmenbedingungen. Und der Koalitionsvertrag der Ampelregierung sieht dafür die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Open Data vor. Der soll Ende nächsten Jahres kommen. Und das werden wir uns heute in diesem Grundkurs ein bisschen genauer anschauen. Wir werden aber, weil es ein Grundkurs ist, erstmal fragen, worüber sprechen wir eigentlich bei Open Data, ne? Was heißt das eigentlich? Welche Daten zählen dazu? Was sind überhaupt für Maßnahmen erforderlich, um diese Daten bereitzustellen? Wo können sie genutzt werden? Ne? Was sind Anwendungsfelder? Und kann letztlich dieses ungeheure Potenzial der offenen Daten auch durch so einen Rechtsanspruch auf Open Data ermöglicht werden, ausgeschöpft werden? Und diese Fragen werden uns Dr. Friederike von Franquet und Stefan Kaufmann beantworten. Sie beide arbeiten im Politikteam von Wikimedia. Und sie sind die AutorInnen unseres Böll-Briefs Daten als öffentliche Infrastruktur, Impulse für den Rechtsanspruch auf Open Data. Der Link kommt gleich im Chat. Das können Sie sich gerne nach der Veranstaltung ein bisschen genauer angucken. Genau, ich würde euch gerne einmal vorstellen, euch beide. Schaltet gerne eure Kameras frei. Da haben wir Stefan und Friederike kommt auch gleich dazu. Friederike, ich fange mit dir an. Du bist Historikerin und Politikwissenschaftlerin. Du hast ein Institut gegründet für Demokratie, Medien und Kulturaustausch. Und du arbeitest zu Medienbildungs- und Cybersicherheit im Kontext von Meinungs- und Informationsfreiheit. Du hast auch einen Lehrauftrag inne an der Universität Gießen. Ich glaube, da geht es um digitale Bildung. Und bei Wikimedia bist du seit dem letzten Jahr und arbeitest dort, genau wie dein Kollege Stefan, in Politikthemen als Referentin EU und internationale Politik. Stefan ist im Politikteam Referent Politik und Public Sector bei Wikimedia. Er ist Medieninformatiker und beschäftigt sich schon seit 2009 mit dem Thema offenen Daten. Also es ist auch aktueller denn je. Und ja, im Rahmen von deinem zivilgesellschaftlichen Engagement und deiner Begleitung des Verschwörhaus Ulm hast du Open Data Communities mit Politikschaffenden und Verwaltungsangestellten zusammengebracht. Du arbeitest auch, glaube ich, noch nicht ganz so lange bei Wikimedia und warst vorher in der öffentlichen Verwaltung tätig und als Sachverständiger und Berater zu Open Data Themen. Ihr werdet heute uns in zwei Vortragsteilen erklären, also wir haben wieder den üblichen Ablauf, in zwei Vortragsteilen, einmal, was offene Daten sind und welche konkreten Maßnahmen letztlich erforderlich sind, um offene Daten wirksam bereitzustellen und nutzen zu können. Und wir werden von euch auch einige Anwendungsfälle, ein paar Beispiele kennenlernen. Wir haben wie immer nach den beiden Vortragsteilen etwa 15 bis 20 Minuten Zeit für Fragen. Die können in dem Chat geschrieben werden. Sie können aber auch live gestellt werden. Wenn Sie das machen wollen, dann schreiben Sie einfach vor Ihre Frage ein T für Ton, dann werden Sie per Ton hier zugeschaltet oder ein V für Video, dann kommen Sie hier gleich mit Bild auf die virtuelle Bühne. Und genau, wir freuen uns auf Ihre Fragen. Können Sie gerne auch schon während des Vortrags in den Chat posten. Und bevor wir beginnen, würden wir gerne noch eine kurze Abfrage hier an unser Publikum stellen, um herauszufinden, wer hier sich für diesen Grundkurs eigentlich angemeldet hat, aus welchem Kontext sie kommen, wo ihr Bezug zu Open Data eigentlich herkommt und wie sie auch das Einsatzpotenzial von offenen Daten für das Gemeinwohl beurteilen. Und dazu wird jetzt unser Kollege Jason eine kurze Umfrage starten. Genau, da wäre es einmal klasse, wenn Sie uns sagen, wo Sie wohnen. Kommen Sie aus dem städtischen Milieu, aus dem ländlichen Raum?
Wo ist Ihr Bezug am größten zu dem Thema heute? In welchem Tätigkeitsbereich? Und wie bewerten Sie das Einsatzpotenzial von offenen Daten? Jason, ich kann nicht sehen, wie viele Leute schon abgestimmt haben. Deswegen, wenn du das siehst, wäre es klasse, wenn du es dann veröffentlichst. Ah ja, okay, sehr schön. Also relativ viele Leute aus dem städtischen Kontext. Die meisten kommen, ja, wie auch in den Grundkursen letzte Woche, vor allem aus politischen Institutionen, Parteien und Wissenschaft und Beratung. Okay. Und das Einsatzpotenzial wird ganz positiv wahrgenommen. Also es gibt keine Person, die das als niedrig oder eher niedrig einschätzt. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Dann noch hier ein Hinweis, weil hier über das F&A-Tool eine Frage gestellt wurde. Der Chat ist deaktiviert, das ist richtig. Die Fragen können Sie aber über dieses F&A Frage- und Antwort-Tool, heißt vielleicht bei Ihnen auch Q&A, stellen. Genau, darüber gibt es die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Und damit würde ich an euch beide übergeben. Schön, dass ihr da seid. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt machen wir mal hier die Slides. Da sind wir. Ja, Daten als öffentliche Infrastruktur. Öffentliche Infrastruktur kann auch schön aussehen. Das ist hier ein Beispiel vom Elbtunnel. Der wird ja auch von der öffentlichen Hand gebaut zum Wohle aller. Und wir möchten uns heute aber mit offenen Daten und freiem Wissen beschäftigen. Also die erste Frage natürlich, wenn man sagt Grundkurs, was sind eigentlich offene Daten und freies Wissen? Da gibt es eine Standarddefinition, das ist die Open Definition, die sehr allgemein, also allgemeiner gefasst von freiem Wissen spricht und sagt, Wissen ist dann offen, wenn alle darauf frei zugreifen, es nutzen, verändern und teilen können, eingeschränkt höchstens durch Maßnahmen, die Ursprung und Offenheit des Wissens bewahren. Wichtig sind hier die Diskriminierungsfreiheit, dass also wirklich alle darauf zugreifen können, der freie Zugang. Das heißt, es gibt keine Bezahlschranke, kein digitales Rechtemanagement, keine sonstigen Hürden und die Nutzung und Verwendung zu jedem Zweck inklusive Ableitung davon zu machen und das Wissen auch weiterzuverteilen. Das ist nur die kurze Fassung. Es gibt eine umfangreichere Definition. Es gibt diese 10 Kriterien für Open Data der Sunlight Foundation. Da geht es auch um Maschinenlesbarkeit, Primärquelle und so weiter. Ja, wir sprechen bei offenen Daten vor allem von Daten der öffentlichen Hand. Offene Daten bedeuten hier primär einen Prinzipienwechsel von der Geheimverwaltung zu einer Verwaltung, deren Informationen grundsätzlich offen öffentlich sind. Ausnahme natürlich immer begründet. Analog wird das Recht auf Informationsfreiheit teilweise weiterentwickelt zu einem Transparenzrecht. Hier möchten wir Hamburgs wegweisendes Transparenzrecht hervorheben, das hoffentlich bald auch im Bund eingeführt wird. Aber natürlich können auch Firmen offene Daten bereitstellen und teilweise tun sie das bereits, wenn es in ihrem Interesse liegt. An manchen Stellen, zum Beispiel im Mobilitätsbereich, wird es aber auch Veröffentlichungspflichten geben, daher diese schöne Straßenbahn. Aktuell ist der Normalzustand aber, dass Firmen selbst Fakteninformationen für sich und für alle Ewigkeit behalten dürfen. Anders als zum Beispiel beim Patentschutz, wo dies nur für einen beschränkten Zeitraum geht. Und diese Widersprüche müssten eigentlich noch mal gesondert betrachtet werden. Ja, wie beim Patentrecht sehen wir hier, es gibt eine Güterabwägung, zwischen Interessen, solche Informationen nicht veröffentlichen zu wollen, und einem gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Mehrwert, wenn solche Informationen wiederverwendbar veröffentlicht sind. Und das klassische Argument 1 für offene Daten, gerade aus der Zeit der Open Government Data Bewegung in den 2000ern, waren demzufolge vor allem Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Regierungshandeln. Das setzt voraus, dass nicht nur solche Informationen veröffentlicht werden, die der öffentlichen Stelle genehm sind, sondern dass möglichst alle Informationen, an denen keine sonstigen Schutzrechte gelten, öffentlich nutzbar sind. Meist besteht durch das Informationsfreiheitsrecht sowieso ein Recht, an Informationen zu kommen, warum diese also nicht gleich bereitzustellen und zwar umfassend. Das Vorbild für diese Idee liegt Mitte des 20. Jahrhunderts in der Wissenschaft, wo es um Nachvollziehbarkeit von Forschung und den Austausch von Informationen für die Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstitutionen ging.
Die beteiligten Institutionen haben deswegen dann Vereinbarungen getroffen, dass und wie Forschungsdaten frei wiederverwendet werden dürfen. Das heißt, wenn das eine Institut weiß, was die andere Institution gemacht hat, dann ist es natürlich interessant, erstens zu wissen, dass sie es getan haben und auch, was ihre Ergebnisse waren. Genau. Das zweite klassische Argument für Open Data ist der angenommene wirtschaftliche Mehrwert durch die Wiederverwendbarkeit von Daten im kommerziellen Kontext. Dieses wirtschaftliche Argument lässt sich auf alle Arten von Open Data anwenden und wurde etwa 2016 durch eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung bestätigt. Die hat nur für Deutschland ein enormes wirtschaftliches Potenzial errechnet, nämlich 12 bis 131 Milliarden Euro pro Jahr. Einbezogen wurde einerseits die direkte Wertschöpfung durch Produkte, die auf Basis von Daten entstehen und vermarktet werden, die offen sind, aber auch ein volkswirtschaftlicher Gewinn durch die Vermeidung von Schäden, beispielsweise wenn Wetterinformationen in hoher Güte frei zur Verfügung stehen. Ja, beide diese Ansätze gehen jedoch von einem Dienst an Dritten aus, für die der Staat, die Wirtschaft oder andere Akteure Daten bereitstellen. Die Datenbereitstellung ist dann meist gar nicht ans normale Tagesgeschäft so angeflanscht. Das heißt, Open Data ist ein Nachgedanke, der nicht ein elementarer Teil der eigenen Prozesskette ist, sondern einen zusätzlichen Mehraufwand darstellt, der zunächst intern keinen Nutzen schafft. Viel wichtiger ist aber das Argument, wenn man die eigene IT und Informationsverwaltung, vor allem die staatliche IT, grundlegend nach den Architekturprinzipien der Wissensgesellschaft organisiert, sind sowohl Open Data als auch funktionierende weitere Online-Prozesse, ich sage nur OZG und Registermodernisierung, eine beinahe schon automatische Nebeneffekt und auch ein Indikator für den erfolgreichen Vollzug dieser Modernisierung. Siehe auch unser Böll-Papier. Und der damit zu erwartende volkswirtschaftliche Nutzen wird bislang noch nicht beziffert. Hier sind wir vielmehr an dem Argument von Wissenschaft, also so wie sich die Wissenschaft als Community begreift, die gemeinsam mehr schaffen kann, wenn die Einheit weiß, was die andere tut und auch weiß, kann sich auch die öffentliche Hand als eine Community verstehen, die nicht mehr nur in "ich bin nicht zuständig" denkt, sondern ihr Wissen auch intern zugänglich und wiederverwendbar macht. Genau, also drei gute Argumente. Und nun sollten wir mal klarstellen, von welcher Art von Informationen wir eigentlich sprechen, wenn wir Open Data meinen. Man kann einerseits unterscheiden zwischen grundsätzlich nicht veröffentlichungsfähigen Informationen, also etwa Informationen mit Personenbezug, oder Informationen, die aufgrund von Gesetzen nicht veröffentlichungsfähig sind. Dann gibt es andererseits eine große Menge an Informationen, die grundsätzlich veröffentlichungsfähig sind, wo es keine Ausschlussgründe gibt. An der Grenze haben wir eine Grauzone. Momentan fließt viel Aufmerksamkeit in diese Grauzone, etwa um zu definieren, wo denn teilweise personenbezogene Daten liegen, die eine Veröffentlichung nur unter bestimmten Bedingungen erlauben würde. Hierfür werden gerade mit viel Aufwand Data Spaces und Kontrollmechanismen entwickelt, die durch privatvertragliche Regelungen und digitales Rechtemanagement die Verwendung von Informationen regulieren soll. Weitgehend unbeackert bleibt aber der vergleichsweise riesige Bereich von grundsätzlich veröffentlichungsfähigen Informationen, die bislang entweder gar nicht oder nur sehr umständlich wiederverwendbar veröffentlicht werden. Ja, und hier handelt es sich vor allem in der Regel um Faktendaten, also die möglichst objektive Kodierung von Fakten aus der realen Welt, die demzufolge auch strikt nach Schema vorgeht und keine individuelle Kreativität zulässt. Und da das keine individuelle Schöpfung ist, unterliegen diese Informationen natürlich nicht dem Urheberrecht, selbst wenn die Ermittlung der Informationen aufwendig war. Wenn ich mit viel Aufwand die Höhe des Fernsehturms ermittle, habe ich kein Patent auf diese Informationen. Und das ist auch gut so, denn nicht nur die Wikipedia, sondern unsere gesamte Wissensgesellschaft könnten nicht funktionieren, wenn es anders wäre. Wir haben jetzt abwechselnd von Daten und Informationen oder auch von Wissen gesprochen. Der Datenbegriff wird in der Diskussion häufig mystifiziert und auch sehr unterschiedlich verwendet. Wir haben schon häufig erlebt, dass zwei Parteien scheinbar über Daten sprechen, aber dabei jeweils etwas sehr anderes meinen. Für uns ist die modifizierte Dateninformation Knowledge Wisdom, die DIKW-Pyramide, hilfreich. Die Basis bilden Fakten, die dann in Informationen zusammengefasst sind. Und die Sammlung und Verknüpfung von Informationen ergibt Wissen und kombiniert mit Erfahrung wird Wisdom, also Weisheit, draus. Ja, schwierig zu übersetzen, der Begriff mit dem Wisdom, aber am Beispiel eines Wikipedia-Artikels, ich habe hier das Ulmer Münster rausgesucht, lässt sich das vielleicht demonstrieren. Der stellt Informationen dar, basierend auf einzelnen Fakten, die ich hier mal gelb hervorgehoben habe. Diese Fakten sind immer frei, an denen gibt es keine Eigentumsrechte, deswegen können sie im Artikel im Fließtext verwendet werden. Ich kann sie als Mensch lesen und interpretieren und durch mein eigenes Wissen in Kontext setzen. Im Text steht, dass das Münster derzeit den höchsten Kirchturm der Welt hat.
Daraus kann ich als Mensch ableiten, dass es offenbar keinen höheren Kirchturm gibt. Das steht zwar nicht im Text, aber die beiden Möglichkeiten schließen sich gegenseitig aus. Das kann ich als Mensch herleiten und argumentieren. Genau, und wir haben hier ganz absichtlich auf der untersten Stufe in der DIKW-Pyramide das eigentlich dort stehende Wort Daten durch Fakten ersetzt. Denn gleichzeitig wird der Begriff Daten vielfach auch im Sinne von Bits und Bytes beziehungsweise als Symbole verstanden. Das ist also ein ganz wesentlicher Quell von Missverständnissen, weil dann unter Umständen mehrere Parteien von Daten sprechen, aber unterschiedliche Dinge damit meinen. Einerseits sind also Fakten als Basis von Informationen im Sinne der DIKW-Pyramide gemeint, andererseits aber die Codierung in Symbolen, Bits und Bytes, die für alle Ebenen gelten kann. Okay, und jetzt gucken wir uns das mal praktisch an. Wie sieht es also aus, wenn wir das Wissen in dem Artikel über das Ulmer Münster für Maschinen erfassbar darstellen wollen? Also nicht nur die Informationen und nicht nur die Fakten. Entschuldigung, das bist du dran. Hierfür gibt es das seit 2009 das Fünf-Sterne-Modell für Open Data, ein Stufensystem basierend auf einem Vortrag, und den seht ihr da, von Tim Berners-Lee, The Next Web, dem Erfinder des World Wide Web. In der untersten Kategorie gehören irgendwelche Dokumente im Internet, bei denen klar ist, dass sie frei zu nutzen und wiederverwendbar sind, dazu. Und das kann beispielsweise ein PDF sein. Die Maschine kann die Symbole, also die Bits und Bytes eines PDFs, lesen und uns auch darstellen. Für uns Menschen, wir können das schon eine Stufe höher interpretieren, sind das schon Informationen. Für die Maschine ist mit der Darstellung des Dokumenteninhalts bereits Schluss. Wenn die Maschine ähnlich wie wir die Informationen aus der Darstellung verarbeiten sollte, kann sie das mit den PDFs ohne weiteres nichts anfangen. Der zweite und der dritte Stern kommen also bei Open Data hinzu, wenn auch die einzelnen Faktendaten maschinenlesbar sind, typischerweise bei Excel-Listen. Den Drittelstern gibt es dann, wenn die Darstellung nicht über ein lizenzgebundenes Format wie MS Office erfolgt, sondern in einem für alle Menschen frei und nicht proprietär nutzbaren Format. Dann haben wir Tabellen mit einer formalisierten Reihe von Datenpunkten, wie sie gegebenenfalls auch in einer Datenbank vorhanden sein können. Kommen wir also zum Ulmer Münster als sehr vereinfachtes Beispiel. Auf der englischen Wikipedia-Seite zum Münster sind Fakten zur Grundsteinlegung, zur Fertigstellung, zum Architekturstil und zur Höhe der Kirchen in einer Minitabelle angeordnet. Ich könnte also die Fakten zur Höhe von mehreren Kirchen zusammenführen und daraus eine Liste der höchsten Kirchen machen. Wenn ich diese dann nach Höhe sortiere, kann ich das Wissen ableiten, dass das Ulmer Münster derzeit die höchste Kirche ist. Was aber eine Kirche ist und was eine Grundsteinlegung und was das Konzept Höhe bedeutet, muss ich aber immer noch als Mensch mitbringen. Wir wissen etwa durch unsere Erfahrung, dass eine Kirche eine Art von Gebäude ist, das zu religiösen Zwecken errichtet wird oder dass man den Zeitraum der Grundsteinlegung zur Fertigstellung als Bauzeit ansehen kann. Ja, auch das lässt sich aber für eine Maschine verarbeitbar in Symbolen kodieren. Und aus der Idee des Semantic Web, das für Maschinen lesbar sein soll, entstand das ADF-Prinzip, das komplexe Sachverhalte beschreiben kann. Nach einem sehr ähnlichen Prinzip entstand das Projekt Wikidata, das hinter vielen Informationen in den vielen Sprachversionen der Wikipedia steckt, weil diese Fakten sind in allen Sprachen gleich und deswegen sind dort Aussagen über Millionen von Objekten, Menschen und Konzepten maschinenlesbar in sogenannten Trippeln abgebildet. Das heißt, es gibt immer Aussagen im Schema Subjekt, Prädikat, Objekt, beispielsweise das Ulmer Münster ist ein Kirchengebäude, es hat die Höhe 161,53 Meter und so weiter. Und in der Seitenleiste neben jedem Wikipedia-Artikel gibt es einen Link namens Wikidata-Datenobjekt. Wenn wir da draufklicken, sehen wir auch, dass es für das Ulmer Münster auch ganz viele Labels in verschiedenen Sprachen gibt. Und auch die Konzepte wurde begründet im Jahr und hat die Höhe, haben jeweils ein Label in hunderten Sprachen. Das heißt, diese Darstellung ist nicht nur von Maschinen lesbar, sondern bringt ganz automatisch den Ausdruck in hunderten Sprachen mit, den niemand mehr händisch übersetzen muss. Zusammenhänge auf so eine weite Art in Daten abzubilden, ist natürlich furchtbar praktisch, wenn zum Beispiel aufgrund eines geopolitischen Ereignisses auf einmal tausende Menschen, die kein Deutsch verstehen, dringend diverse Informationen bekommen sollten. Genau. Wenn wir das also jetzt auf diese DIKW-Pyramide übertragen, dann könnten wir den Datenbegriff, also die Bits und Bytes, die von Maschinen lesbar sind, eigentlich separat von der für uns Menschen bedeutsamen Pyramide anlegen und überlegen, was ist auf welchem Level des Fünf-Sterne-Modells für Open Data darin kodiert und wer kann es lesen? Ein Stern heißt, die Daten bilden irgendeine Darstellung ab, aus denen wir Menschen Informationen lesen können, das PDF. Die Maschine kann das darstellen, aber nur mit viel Aufwand lassen sich maschinell daraus die Fakten oder gar Wissen extrahieren.
Bei 2 und 3 Sternen sind die den Informationen zugrunde liegenden Fakten als Datenpunkte in Listen und Tabellen angeordnet, die auch maschinell lesbar und verarbeitbar sind. Was der Inhalt der jeweiligen Spalte jedoch bedeutet, müssen wir als Menschen annotieren und zuordnen, und mit der Verwendung von RDF und Tripeln machen wir auch Konzepte und Zusammenhänge maschinenlesbar und verarbeitbar. Genau, im Wikipedia-Artikel zum Münster stand, dass es das höchste der Kirchengebäude der Welt ist, und das könnte man natürlich auch theoretisch in so einen Datensatz explizit mit reinschreiben. Durch die Beschreibung als Linked Open Data in so einem sogenannten Knowledge Graph kann ich Wikidata aber auch maschinell nach einer Liste aller Arten von Kirchengebäuden, inklusive aller Unterarten von Kathedrale bis Basilika, fragen, mit ihrer Höhe über Grund, einem zugeordneten Bild und den Koordinaten absteigend sortiert nach Höhe. Und ja, es stellt sich raus, stimmt, das Münster ist momentan noch das höchste davon. Und weil ich Koordinaten abgefragt habe, kann ich sogleich auch eine Kartenansicht anzeigen lassen. Also den kann man hier, diese Abfrage auch hier mal reinkopieren, damit rumspielen und experimentieren. Also daran könnt ihr sozusagen sehen, diese Art von Wissen ist ein sogenannter Knowledge Graph, kann organisiert werden, ist ein grundlegender Wechsel in der Art, Daten zu verarbeiten. Und solch eine maschinenlesbare Wissensbasis ist auch die Grundlage für sogenannte Symbolic AI, also eine nachvollziehbare KI-Variante, deren Schlussfolgerungen im Gegensatz zu den Large Language Models, die in letzter Zeit so bekannt geworden sind, aufgrund der verwendeten Wissensbasis auch belegbar und beweisbar nachvollziehbar sind. Das heißt aber auch, dass es enorm wichtig ist, dieses Konzept vom Ziel her zu denken, mit dem Fünf-Sterne-Modell im Sinn strategisch zu beginnen. Die Systematik mit der Treppensymbolik, die verleitet ein bisschen zu der falschen Vorstellung, dass man von 1 nach 3, nach 4 und 5 so Schritt für Schritt weitergehen kann. Und man liest heute also leider auch noch in Fachliteratur zu E-Government, dass man quasi mit Rohdaten anfangen würde, die dann schrittweise veredle. Das ist aber eigentlich Quatsch. Also meist sind nicht mal rohe Faktensammlungen die Ausgangslage, sondern Informationen in Dokumenten, in Geschäftsgang in der Akte oder in einem PowerPoint erstelltes Organigramm. Das ist für Menschen auf einen Blick in der Struktur gut erfassbar, für Maschinen aber wirklich problematisch. Die Herausforderung liegt also darin, sich vorher schon Gedanken zu machen, wie man dieses Wissen grundsätzlich und strategisch über die kommenden Jahre ordnen kann. Das ist ein bisschen wie Zimmer aufräumen. Wenn dann alles, was vorher verstreut im Zimmer war, jetzt auf einem Haufen in der Ecke liegt, ist das ja auch keine Rohaufräumung, die noch veredelt werden kann, sondern idealerweise ist vorher schon klar, was der richtige Platz für jeden Gegenstand ist, und dann kommt auch alles sofort dorthin und man kann es wiederfinden. Diese Herausforderung ist eine Aufgabe für die Beschaffung. Sie muss beispielsweise Fachverfahren so ausschreiben, dass diese ihre Datenhaltung entweder selber mit Linked Data machen oder wenigstens automatisierte Datenbezüge als Linked Data möglich sind. Genau, und stattdessen haben wir momentan sehr viel Konzentration auf Fassadenanteile von Open Data. Also wir erleben reihenweise Open Data Portale, mittlerweile auch urbane Datenportale, weil das den Eindruck von Neuheit und Innovation so mit sich bringt. Und da kommt dann alle paar Monate mal eine neue Informationsquelle dazu und das war's. Das ist ein bisschen so, als würde man eine Trinkwasserversorgung bauen und zwar einen sehr beeindruckenden Wasserturm hinstellen. Der muss aber dann mit Eimern befüllt werden, weil es weder einen Brunnen noch eine Verrohrung gibt, mit dem das automatisch ginge. Das ist natürlich genauso wenig zielführend, wie in jeder Abteilung Wasserbeauftragte zu benennen, die eine Fortbildung und einen eigenen Eimer bekommen und dann einmal im Jahr händisch das da reintragen sollen. Okay, wir fassen also zusammen. Letztes Slide für diesen Teil. Freies Wissen ist solches, das von allen zu jedwedem Zweck zugänglich ist, genutzt, geändert und verbreitet werden darf. Die Standarddefinitionen sind die Open Definition und die 10 Kriterien für Open Data der Sunlight Foundation. Argumente für Open Data und freies Wissen sind erstens Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Regierungs- und Verwaltungshandeln. Heiko Richter spricht hier von einer demokratiestabilisierenden Wirkung. Zweitens gibt es einen volkswirtschaftlichen Nutzen durch die Wiederverwendbarkeit von freiem Wissen, sowohl direkt in Produkten als auch durch gemeinwohlorientierte und gemeinnützige Verwendungsmöglichkeiten. Viel wichtiger aber ist drittens, dass wir, wenn wir wirklich breit angelegtes freies Wissen und nicht nur zufällige Sammlungen von Informationen und PDFs haben wollen, Fakten so organisieren müssen, dass auch die Semantik der Informationen maschinell auswertbar ist. Und wenn wir das tun, ist es ein gewaltiger Schritt bei der Modernisierung der Verwaltung, der auch unbedingt notwendig ist für das Gelingen vieler weiterer Vorhaben wie Registermodernisierung und weiterem. Mehr dazu später. Vielen Dank euch beiden, das habt ihr wirklich toll gemacht. Es gibt direkt Lob.
Lambert Heller schreibt, die Metapher des Kinderzimmeraufräumens für das nachträgliche Veredeln von Daten ist sehr treffend. Dankeschön. Ja, ich fand das auch sehr anschaulich, toll erklärt. Danke euch beiden. Wir haben eine Frage schon im Chat von Rainer Bonnet. Wie kann der Transfer persönlicher Daten von der öffentlichen Hand zu kommerziellen Firmen verhindert werden und sanktioniert werden? Und ich würde gerne noch eine Frage anschließen. Und zwar fand ich das auch sehr schön mit dem Wasserturm. Du hast diese ganzen Open Data Portale angesprochen. Fallen euch vielleicht noch ein paar positive Beispiele ein für die Bereitstellung von offenen Daten? Das habt ihr ja auch in dem Papier sehr schön gemacht. Könnt ihr da vielleicht hier für die Runde noch ein paar Beispiele nennen und vielleicht auch einen Blick in andere europäische Länder werfen oder weltweit? Vielleicht gibt es da ja irgendwie auch noch ganz gute Best-Practice-Beispiele. Da wollen wir gar nicht so vorgreifen, weil es kommt im zweiten Teil, haben wir noch Beispiele für die guten. Was ich total spannend fand, es gab eine Studie des Umweltbundesamtes zu offenen Daten und digitale Kommunen eigentlich. Und die kamen auf den interessanten Schluss, man sollte eigentlich gar nicht so viel Best Practices anschauen, sondern mal Bad Practices, weil die eigentlich viel spannender sind, wenn man daran sehen kann, was sind eigentlich die Fallstricke und was kann man falsch machen. Also weil die Operationalisierung ist halt meistens ein bisschen schwierig hinterher. Was sehr gut funktioniert, haben wir an der Art auch Beispiele, ist im Kulturbereich zum Beispiel, aber natürlich auch in den USA gab es da eine ganz andere Kultur, wo man aber auch gesehen hat, durch den Regierungswechsel, durch den Administrationswechsel zu Trump, ist dann einiges, was in der Obama-Regierung angefangen worden ist, wieder eingestampft worden. Also soll ich die Frage von Rainer Bonnet auch gleich angehen? Gerne, wenn du magst. Ja, also Transfer persönlicher Daten, also ist immer die Frage persönlicher Daten, geht es um personenbezogene Daten, wo es also Ausschlussgründe aufgrund des Persönlichkeitsrechts gibt, also Datenschutz, oder sind es, also sind persönliche Daten gemeint im Sinne von, das sind welche, die ich bekommen habe. Sonst, ja, das ist ein bisschen, ich möchte es anders sagen. Was ja ganz oft bemängelt wird, ist die Machtkonzentration. Wenn also große Konzerne, ist ja immer die Drohung, dann gibt es dann vielleicht so irgendwie digitale Souveränität, dass es europäische große Konzerne statt böse amerikanische sein sollen, dann ist es wieder besser oder sowas. Aber die eigentliche Frage ist ja die von Machtagglomerationen in großen Firmen. Und das ist, glaube ich, nicht eine Frage, die man über Dateneinhegung und die Eingrenzung des Datenaustauschs verhindern sollte, sondern das ist eigentlich eine kartellrechtliche Frage und auch eine steuerrechtliche Frage, wie man dem Herr werden könnte. Das heißt wirklich diese Abwägungsfrage wieder zwischen dem, was ist der allgemeine Nutzen hinterher? Da kann man auch drüber sprechen. Es gibt ja auch Konzepte wie Datenspenden, dass Menschen persönliche Daten auch bereitstellen möchten zum Wohle aller. Genau, aber also das dann einzuhegen mit solchen Kontrollmechanismen ist unter Umständen von der Abwägung her, bringt es mehr Gemeinwohl Nachteil für die Individuen auch hinterher, als das dann wirklich dann durchzusetzen wäre gegenüber diesen kommerziellen Firmen, die man irgendwie anders auch, denen man anders Herr werden müsste. Ulrike, du schaltest dich frei, wenn du noch was ergänzen willst. Gut. Ich fand das jetzt wunderbar, was Stefan gesagt hat. Sehr gut. Ihr ergänzt euch hier sehr gut. Dann würde ich weitermachen mit den nächsten beiden Fragen. Einmal von Torben Zillack. Funktioniert die Content Moderation bei Wikidata ähnlich wie bei der Wikipedia? Und Katrin Fiedler von der Friedrich-Ebert-Stiftung bedankt sich für den spannenden Input und schreibt, ihr habt Daten mit Fakten gleichgesetzt. Welche Rolle spielen verschiedene Messinstrumente? Wie geht man damit um, dass verschiedene Datenerhebungen doch oft zu verschiedenen Ergebnissen kommen? Ne? Müsste man hier vielleicht die NutzerInnen darüber aufklären? Das ist eine super Frage. Also ich würde die Frage zu den Fakten gerade mal vorziehen, weil ich die wirklich sehr, sehr gut finde. Man muss ja immer sagen, jede Art von Faktenerhebung ist ja eher ein, also jemand sagt ja auch, das ist eigentlich kein Datum, also was gegeben ist, sondern ein Kaptum, was also eingefangen worden ist. Und es gibt da einen hervorragenden Vortrag namens Programming is Forgetting, der genau darauf eingeht, also auch, dass die Auswahl schon der Erhebungsmethode eigentlich auch Bias wieder hinbringt. Wir können jetzt mal, wenn wir jetzt irgendwie eine Temperatur messen oder eine Höhe über Grund, ist die wahrscheinlich eher vorurteilsfrei. Aber bei vielen anderen Punkten gibt es da aber, ja, gibt es dieses Problem mit Biases und das sollte man berücksichtigen. Also diesen Vortrag kann ich nur empfehlen, den anzusehen und ja, eigentlich auch die Datenerhebung immer transparent zu machen. Also wie Informationen erhoben worden sind, ist total spannend vor dem Hintergrund.
Also grundsätzlich stimmt das, aber in diesem Fall haben wir ja den Unterschied gemacht mit faktenbasiert, um eine Abgrenzung zu schaffen, was denn unter Copyright fällt zum Beispiel. Also oder was ein Geschäftsgeheimnis sein kann, dass wo eine Firma selbst eine Information oder ein Wissen generiert hat, das nicht das ursprünglich ihr eigenes ist und das sie zu Recht für sich selbst behält. Und das sind eben in den seltensten Fällen, oder das sind dann eben doch relativ seltene Fälle. Und aktuell ist es ja so, dass wir noch nicht mal Messdaten oder wie die Höhe des Fernsehturms war oder des Messeturms war hier, glaube ich, das Beispiel, dass wir selbst dabei Schwierigkeiten haben, das irgendwie öffentlich zu stellen und darum diese etwas pauschalisierte Darstellung, aber natürlich herzlichen Dank für diesen Hinweis mit den Erhebungs- und verschiedenen Messinstrumenten. Und die Content Moderation war die andere Frage. Content Moderation bei Wikidata funktioniert so ähnlich wie bei Wikipedia in der Tat. Soweit ich weiß, Stefan, korrigiere mich da Ja, also gerne. es ist so, dass zu diesen einzelnen Fakteninformationen sollen in der Regel Quellen auch hinzugefügt werden, wie das ja auch die Voraussetzung ist bei Wikipedia. Genau, und natürlich Vandalismuskontrolle muss dort auch gemacht werden. Also es ist da wieder so ein großes Freiwilligenprojekt, das halt wie Wikipedia selber auch, es funktioniert in der Theorie, kann das gar nicht funktionieren, aber es funktioniert in der Praxis. Das ist halt, ja. Genau, und es ist natürlich schon so auch, dass es ein paar Bots gibt, die dann feststellen können, dass ich weiß nicht, einfach ist es, Angela Merkel ist eine Person, ist eine Deutsche und war Bundeskanzlerin oder so. Und wenn dann da irgendwie die Kategorisierung Angela Merkel ist keine Person, wenn das also nicht korrekt ist, dann fällt es auch dem Bot auf. Also da gibt es dann einfach ein paar Möglichkeiten, wo die dann auch bereitgestellt, wo dann eine Liste, guck mal hier, da stimmt irgendwas nicht, hier ist eigentlich mit Bundeskanzlerin zusammen zum Beispiel. Und dann können sich das andere Menschen angucken. Wunderbar. Dann haben wir eine Frage von Andreas Kugel, der nochmal hier den Großbereich veröffentlichbarer Daten anspricht, den ihr genannt habt. Woher wissen denn eigentlich die Leute in der Verwaltung, was genau darunter fällt, ne? Gibt es eine bundesweite gültige Richtlinie dazu oder ist das vielleicht etwas, was auch noch im nächsten Teil kommt? Es kommt auch im nächsten Teil. Man kann aber eigentlich andersrum auch vorgehen, wenn man dieses Venn-Diagramm nochmal hat, im Sinne von, es gibt ja klar nicht veröffentlichungsfähige Daten oder Informationen und dann welche, die teilweise da, veröffentlichungsfähig sind. Aber ja, also ganz viel hängt auch damit zusammen, dass der Staat ja eigentlich durch ja, so Privatisierungsstreben und lass uns alles auf Dienstleister auslegen, ganz oft auch dann nicht drüber nachgedacht hat, die letzten 30 Jahre, wo sie vertraglich auch festlegen müssen, was sie veröffentlichen dürfen, was von Dritten geschaffen worden ist in ihrem Auftrag oder nicht. Also da, ja, werden wir auch im zweiten Teil nochmal drauf eingehen. Ja, ich kann mich natürlich trotzdem nicht beherrschen und muss kurz einen Satz dazu sagen. Man kann sich gerne mal Open Data Gesetze anschauen, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, aber auch in Hessen, wo es immer schön anfängt. Also alle vom Staat hergestellten Faktendaten in Klammern, sobald sie nicht personenbezogen sind, sollen veröffentlicht werden. Und dann kommt eine ganze Latte mit Aber. Und bei dieser ganzen Latte mit Aber schalten auch viele schon ab. Und selbst ich habe mal Jura im Nebenfach studiert, es fällt mir sehr schwer, das zu verstehen. Und dann am Ende ist es eben doch noch eine Auslegungssache und so weiter und so weiter. Und dann ist es häufig so, dass es auch von der jeweiligen Amtsleitung ausgelegt wird und das ist nun wirklich kein Zustand. Und da oft eben man lieber nichts falsch machen möchte, als dass man zu viel veröffentlichen möchte, wird eben im Zweifel lieber auf Nichtveröffentlichung entschieden und dann hat man eben die geringe Anzahl an Veröffentlichungen, die man eben hat. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das auch mal anders zu machen. Und ja, Richtlinien und Gesetze und so gibt es haufenweise. Die sind aber oft eben so komplex und kompliziert und naja, und werden dann im Zweifel eben doch anders ausgelegt. Und wir kommen tatsächlich im zweiten Teil auch nochmal darauf, dass es dann eben so ist, wie es ist. Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung. Ihr habt ja vorhin auch ganz zu Beginn Hamburg noch als Positivbeispiel genannt, ne? Als das Hamburger Transparenzgesetz, gegebenenfalls auch als Modell für das Bundesgesetz. Ist das auch was ihr gleich auch noch im zweiten Teil näher erklären werdet? Oder wollt ihr darauf jetzt noch mal kurz eingehen?
Ja, wir reißen es an. Wir können aber, was glaube ich wichtig ist bei Hamburg, ist, das ist total spannend, weil dieses Gesetz ist ja auch aus der Bürgerschaft hervorgegangen. Also das sind zivilgesellschaftliche Initiativen, haben den Vorschlag geschrieben, haben ihn eingereicht. Ähnlich gibt es ja gerade auch zivilgesellschaftliche Vorschläge. Und ja, oft wartet man auch drauf, dass man so, die Regierung möge doch etwas tun und so weiter. Da darf man sich aber auch vor Augen halten, dass das bisherige Informationsfreiheitsgesetz, was momentan immer noch gilt, eins ist, was aus der Mitte des Parlaments kam. Also diese Möglichkeit gibt es natürlich auch, dass das Parlament sich selber diesen Auftrag gibt, zu sagen, wir nehmen die Vorschläge aus der Zivilgesellschaft und arbeiten die selber aus und warten nicht drauf, bis die Ministerien tätig werden. Ja, wunderbar. Dann würde ich zum zweiten Teil übergehen. Ihr habt wieder so etwa 15 bis 20 Minuten Zeit für euren Vortrag und dann haben wir noch am Ende noch mal ein bisschen Zeit für Fragen. Judy, dann geht's los. Also, kurzer Recap. Wir haben im ersten Teil die Kriterien und Eigenschaften für Open Data und freies Wissen kennengelernt, dass wir freies Wissen vor allem dann bekommen, wenn Fakten und ihre Semantik maschinenlesbar kodiert werden. Und auch, dass dieses Vorgehen für mehr Transparenz und einen volkswirtschaftlichen Nutzen sorgt, vor allem aber, dass die datenhaltende Stelle selbst einen riesigen Nutzen davon hat, ihr eigenes Wissen auf diese Weise zu organisieren. Eine interne Wiederverwendbarkeit von Faktendaten bedeutet möglicherweise auch, dass diese Organisation dadurch Wissen erlangt, von dem sie bislang gar nicht wusste, dass sie das war. Ja, das ist eine schöne Vision, die wir gerne hätten. Bislang beschränken sich die Bemühungen um Open Data, aber insbesondere im öffentlichen Sektor, vor allem auf die Errichtung von diesen Datenportalen und Plattformen. Also dem Schaufenster, in dem man Informationen suchen, gelegentlich auch finden und dann herunterladen kann. Und die Datensätze werden häufig händisch dort eingestellt und sind ein wildes Sammelsurium von PDF-Dateien, Excel-Listen, die bisweilen nicht normalisiert sind. Das heißt, da sind dann Spalten für menschenlesbare Darstellungen und eher Design zusammengefasst. Und immerhin gibt es auch CSV-Dateien und XML-Austauschformate. Allein Geodaten stechen hier in der Regel hervor, weil es hier schon länger Anforderungen für die Bereitstellung gibt. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es aber fast immer das Bild des Wasserturms, der händisch mit dem Eimer befüllt wird. Und also da gibt es hier ein Beispiel, so ein Organigramm von dem Ministerium, das halt gemalt ist im Endeffekt. Und es ist auch vor allem so gut wie nie erkennbar, dass der Aufwand für jeden weiteren Datensatz, der veröffentlicht wird, geringer werden würde. Im Gegenteil. Ja, Freiwillige haben mittlerweile eine Sammlung von Anti-Patterns zusammengetragen. Also how not to do it. Man kennt sowas ja aus Arbeitssicherheitsfilmen. Wenn du sowas machst, tust du im Zweifel dir und anderen weh. Bei Datenportalen und den in mäßiger Güte bereitgestellten Daten gibt es hier beispielsweise das Pattern Eat Your Own Dog Food. Das Prinzip ist in anderen Bereichen der IT-Welt ganz normal. Man möge also die Daten, die man selber veröffentlicht, bitte auch selber im eigenen Prozess nutzen. Erst so wird klar, ob die Datensätze in der bereitgestellten Qualität überhaupt für eine Wiederverwendung taugen oder ob es Mängel gibt. Und sei es nur, dass das Datenportal sporadisch nicht geht, wie das eben schon mehrfach bei kommunalen urbanen Datenplattformen beobachtet werden konnte. Ja, mit Schuld oder verantwortlich an dieser Lage sind auch die bisherigen Handreichungen und Handbücher, die ausdrücklich nicht von diesem 5-Sterne-Linked-Open-Data-Ziel, Dogfooding und Infrastrukturaufbau ausgegangen sind, sondern beispielsweise auflisten, welche Datensätze denn andere schon bereitgestellt haben, damit man die sich bei sich auch wiederum händisch raussuchen und veröffentlichen kann. Das sind dann vermeintlich niedrig hängende Früchte, aber eben niedrig hängend für eine Handernte. Das kann man halt mal anfangsweise machen, aber nicht dauerhaft. Also spannend ist ja die Frage, was man aufbauen kann, damit der Aufwand weniger als linear ist, je mehr Wissen wiederverwendbar sein soll. Wir müssen also weggehen von den Portalen und den händischen Proofs of Concepts. Das ist so eher die Anfang der 2010er Variante. Wir müssen hin zu der Prozess- und Infrastrukturfrage. Das hängt auch sehr eng mit den grundsätzlichen Fragen, vor allem in der Verwaltungsdigitalisierung zusammen, wie handlungs-, anpassungs- und umsetzungsfähig man auch künftig auf nicht vorhersehbare Situationen sein möchte. In der akuten Pandemiephase haben an tausenden Orten viele, viele Menschen händische Informationen zusammengetragen und die dann manuell als Entscheidungsvorlage für die Führungsebene aufbereitet. Und wenn wir darauf zuarbeiten, alles Wissen semantisch kodiert vorzuhalten, sind wir beliebige Darstellungen und Visualisierungen künftig nur wenige Mausklicks entfernt. Genau. An anderen Stellen ist der Linked-Data-Ansatz mit Knowledge Graphs bereits üblich, vor allem im Glam-Bereich, also bei Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen, ist das gang und gäbe. Viele Konzepte aus der Frühphase des Semantic Web kamen aus dem Bibliothekswesen, wo schon sehr lange sehr systematisch katalogisiert wird. Das Smithsonian American Art Museum, das Rijksmuseum in Amsterdam und viele andere namhafte Institutionen verwenden Linked Data, die gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek und viele weitere Normdateien ebenfalls.
Gemeinsam katalogisiert man so zum Beispiel Bücher. Ich kann mir eine eigene Datenbank mit all meinen Büchern zu Hause anlegen und bei den Autorinnen jedes Buchs einfach angeben. Und das ist dieselbe Person, die unter diesem Identifier in der gemeinsamen Normendatei auch definiert ist. Und damit habe ich mit meinem Katalog auch all das Wissen über all das Wissen der GND über diese Person verknüpft, ohne dass ich die dafür nötigen Fakten selber einpflegen oder in meinen Katalog hineinkopieren muss. So ähnlich können das dann auch Linked Open Data Projekte wie die europäische Förderdatenbank Cohesio machen. Dort soll eine transparente Übersicht dargestellt werden, welche Fördernehmer welche EU-Förderung erhalten haben. Das ist für die Nachvollziehbarkeit und Transparenz natürlich prima, wenn ich wissen will, wer denn beispielsweise hier in Vorarlberg zwischen Mellau und Schopanau EU-Gelder erhält und wofür. Mit Linked Data könnte man hier bei den Förderempfängern einfach sagen, das ist die Metzgero-Huber, sagen wir jetzt mal, und das ist dasselbe wie dieses Datenobjekt im Linked Data Gewerberegister. So muss ich in der Förderdatenbank keine Stammdaten mehr zur Adresse, den Koordinaten und sonstigen Informationen zur Metzgerei Huber einpflegen, beziehungsweise ich müsste das nicht, wenn es das gäbe, und leider gibt es dieses Linked Data Gewerberegister noch nicht. Der Nutzen dürfte aber jetzt da schon offensichtlich sein. Ja, trotzdem sieht man an der Stelle schon, die EU will Open Data und sie will auch Linked Open Data. Und das führt sie seit über 20 Jahren über mehrere Wege durch Regulation ein. Angefangen hat das schon im November 2003 mit der PSI-Richtlinie, die Public Sector Information, dem EU-Binnenmarkt möglichst niederschwellig und unbürokratisch zugänglich machen sollte. Die ist über die Jahre immer erweitert worden. Beispielsweise sollen nun auch bestimmte hochwertige Datensätze folgen, also solche, von denen man sich einen besonders hohen Nutzen verspricht. Priorisiert sollen diese Datensätze veröffentlicht werden. Und so ist es nur konsequent, dass die Richtlinie mittlerweile Open Data Richtlinie heißt. Ergänzt wird diese Richtlinie durch einige Spezialvorschriften, beispielsweise die Delegierte Verordnung 1926 von 2017, die sich speziell auf alle Informationen rund um intermodale Mobilität bezieht und in nationales Recht umgesetzt werden musste. Parallel gibt es eine EU-Datenstrategie, die den Datenfluss im EU-Binnenmarkt zwischen Unternehmen erleichtern soll und daraus abgeleitete Gesetze wie den Data Act, den Digital Markets Act, den Digital Services Act und den Digital Governance Act. Die Hauptmotivation, die wir hier aber sehen können, ist die Förderung des EU-Binnenmarktes und der Wirtschaft. Ihr erinnert euch, unser klassisches Argument 2. Ja, und all diese Vorgaben aus der EU sind an vielen Stellen auch schon in nationales Recht umgesetzt. Teile wurden im Informationswiederverwendungsgesetz abgebildet, das mittlerweile vom Datennutzungsgesetz abgelöst wurde und das spannenderweise in weiten Teilen den Verkauf von Daten der öffentlichen Hand ausschließt. Dazu gibt es spezialgesetzliche Regelungen, zum Beispiel für den Mobilitätsbereich die Mobilitätsdatenverordnung, die jetzt nun durch das Mobilitätsdatengesetz erweitert werden soll. Und hier hat sich die Koalition auch einiges vorgenommen, also das sah auch sehr vielversprechend aus, da stand auch sehr oft Gemeinwohl mit drin. Und insbesondere die Verpflichtung und der Rechtsanspruch sollen ja jetzt gemeinsam mit dem Transparenzgesetz gesetzlich geregelt werden. Denn im E-Government-Gesetz, wo es eben um die Erschließung und die Bereitstellung geht, wie auch im Datennutzungsgesetz, steht jeweils bislang explizit, dass sich aus diesen jeweiligen Vorschriften kein Rechtsanspruch auf offene Daten ableiten lasse. Ja, ähnlich sieht es bei der jüngst verabschiedeten nationalen Datenstrategie aus, die bei einer systematischen Bereitstellung eher schmallippig bleibt. Dort ist kaum Struktur zu erkennen. Die Governance-Idee besteht darin, dass Ministerien jeweils Datenplattformen und Datenlabore erhalten, also eigentlich das klassische Anti-Pattern und die Schaufenster-Digitalisierung. Kritisch sehen wir vor allem den Umsetzungsplan. Dieser offenbart leider, dass das dringend notwendige Bundestransparenzgesetz, das verlässliche Informationen durch die Verwaltung durchgängig und automatisch verfügbar machen kann, und der Rechtsanspruch auf Open Data zu weit nach hinten geschoben werden. Ein Gesamtrahmen mit einer klaren Governance-Struktur, mit Rollen und Prozessen sowie einer soliden Dateninfrastruktur für eine planvolle und effektive Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen fehlt weiterhin. Eckpunkte für die kombinierten Vorhaben hatte das Bundesinnenministerium schon 2022 angekündigt, aber bisher noch nichts vorgelegt. Es gibt aber Vorschläge schon für die Umsetzung des Transparenzgesetzes und den Rechtsanspruch auf Open Data, nicht nur von uns. Vor dieses Bild auch gerade eben mit der großen plakativen Tafel, das kam von einer so symbolischen Übergabe vor dem Bundesinnenministerium von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die einen eigenen Entwurf geschrieben haben.
Sehr spannend finden wir aber auch den Ansatz von Heiko Richter, der auch den Kommentar zum Datennutzungsgesetz geschrieben hat. Und der schlägt einen zweistufigen Ansatz für den Rechtsanspruch auf Open Data im Transparenzgesetz vor. Einerseits soll es angelehnt an die Mechanismen eines Transparenzgesetzes einen Katalog an Typen von Informationen geben, die definitiv verpflichtend bis zu einem bestimmten Stichtag veröffentlicht werden müssen. Damit verbunden dann auch ein Klageanspruch, sodass jede natürliche wie juristische Person Inhaberin dieses Bereitstellungsanspruchs ist und dementsprechend den Zugang auch einklagen könnte, wenn da nichts von selber kommt. In der von Richter vorgeschlagenen großen Lösung kommt ergänzend zu dieser ersten Stufe als zweite Stufe ein gemeinwohlbasierter Anspruch auf Open Data hinzu. Das hieße, dass über diesen abschließenden Katalog aus der Transparenzregelung, weil das kann immer nur ein Katalog sein, auch der Paragraph 12a des E-Government-Gesetz einen Anspruch auf alle weiteren Informationen beinhalten würde, die gemeinwohlrelevant sind. Richter geht hier davon aus, dass die Behörden überfordert wären, wenn alle Informationen gegebenenfalls veröffentlichungspflichtig wären und sie dann nicht mehr hinterherkämen. Er argumentiert daher, dass ein Nutzenaspekt für die beanspruchenden natürlichen juristischen Personen das Kriterium für einen Anspruch ist. In der Praxis könnte man das dadurch regeln, dass man den Gemeinnutz erstmal als Verdacht annimmt und die angefragte Behörde im Zweifelsfall, wenn sie dann nicht will oder kann oder wie auch immer, dass sie müsste dann wirklich argumentieren, warum dieser Gemeinnutz hier konkret nicht gegeben wäre. Ja, und das erinnert an die Umkehr des Prinzips von der Geheimhaltungsverwaltung zu einer offenen Verwaltung. Und dieses Modell wird grundsätzlich erstmal charmant. Wir würden es aber gerne noch etwas erweitern. Schon die Annahme, dass die datenhaltenden Behörden überfordert wären, alle veröffentlichungsfähigen Informationen auch zu veröffentlichen, geht also von diesem defizitären Ansatz aus, in dem die Wissensorganisation des Staates genauso bleibt, wie sie ist. Und das ist an zu vielen Stellen immer noch in Form händischer Microsoft Office-Tabellen und dergleichen. Wir hatten hier schon mehrfach diesen Teil des Organigramms des BMDV gezeigt. Und für viele Organigramme sind erschreckenderweise händisch in PowerPoint gemalt. Für die Vermittlung von Informationen für Menschen ist das natürlich ausreichend, aber würde die Organisationsstruktur der Ministerien in einem Knowledge Graph abgebildet werden, ließen sich auch möglicherweise zum Beispiel alle Organisationseinheiten aller Ministerien abfragen, die Digital im Titel haben oder die sich mit Digitalpolitik beschäftigen. Das heißt, wir müssen, wenn, oder wir sollten, ja doch, wir müssen, also wir wünschen uns, dass wir, wenn, dann jetzt auch gleich die Organisationspflichten anfassen und schaffen. Und darum kümmert sich das E-Government-Gesetz ja auch. Und zwar, dass Fakten, Informationen und Wissen so digital abzulegen sind, dass sie auf allen Ebenen maschinenlesbar und verarbeitbar sind. Das ist schlicht eine andere Weise, die Bits und Bytes abzulegen, ohne dass sich die Bedienung auf der Bildschirmvorderseite unbedingt deswegen ändern müsste. Also Knut Möller arbeitet für das Land Berlin derzeit an einem Organigramm-Editor, der sich vordergründig nicht viel anders bedienen lässt als PowerPoint, um darin ein Organigramm zu malen. Das Ergebnis wird aber nicht einfach nur als Grafik, als PowerPoint-Folie gespeichert, sondern die Struktur und Hierarchie des Ministeriums beispielsweise hier, die werden als kleiner Knowledge Graph gespeichert. Also wieder in dieser Logik, BMDV ist ein Bundesministerium und diese Speicherart erlaubt eben auch dann die Nutzung außerhalb einer grafischen Darstellung, um eben auch dieses Wissen erfassbar zu machen. Trotzdem wird dieser Prozess, dieses Prinzip überall einzuführen, ein langer und aufwendiger Prozess werden. Und um diesen Prozess wird der Staat langfristig aber nicht herumkommen, wenn er sich ernsthaft digitalisieren und zukunftsfähig bleiben möchte. Es darf also nicht bei Übersprungs- und Alibi-Handlungen wie der Gründung immer weiterer Labore und Institute bleiben, die dann dieselben Erfahrungen von Null auf Neu machen, die vor allem im digitalen Ehrenamt der Civic-Tech-Bewegung seit Jahren bekannt sind. Und man darf sich auch nicht zu der Idee verleiten lassen, dass irgendeine andere magische Technologie dieses Problem annähernd so gut lösen könnte wie eine systematische Modernisierung des Wissensmanagements im Staat. Wenn wir also beim Bild des Zimmeraufräumens bleiben, ich kann alles auf einen Haufen werfen und sagen, das ist jetzt die Rohaufräumung. Und beim Rest wird mir dann vielleicht, KI helfen. Irgendwann, ganz bald, in der Zukunft. Oder ich fange jetzt an, systematisch die passende Ablage für alles zu schaffen. Und dann sieht es vielleicht eine Weile immer noch aus wie Kraut und Rüben. Aber mit der Zeit wird es was. Genau, der Staat möge endlich mal sein Zimmer aufräumen. Und nicht zuletzt aber noch eine organisatorische Frage. Die PSI-Richtlinie argumentiert ja, dass staatliche Informationen besser durch Unternehmen nutzbar sein sollen und verweist dabei vor allem auf den Vorteil US-amerikanischer Unternehmen, die zu viel mehr staatlichen Informationen damals Zugang hatten.
Und hier ist aber ein ganz wesentlicher Punkt wichtig. Die US-Regierung wendet auf Werke, die sie und ihre Angestellten schaffen, kein Copyright an. Dieses berühmte Bild der aufgehenden Erde ist von einem Apollo-Astronauten fotografiert worden, der als Regierungsangestellter hier kein Urheberrecht geltend machen kann. Dieses Bild gehört der Menschheit und nicht nur deswegen ist es so ikonisch, denn es konnte frei nachgedruckt und verbreitet werden. Und in den USA gibt es auch kein Leistungsschutzrecht für Datenbankhersteller, dass auch Datenbanken mit eigentlich nicht schützbaren Faktendaten unter gewissen Umständen einen urheberrechtlichen Schutz gewährt. Das sorgt dafür, dass sich auch der Staat teilweise schwer damit tut, organisatorisch klarzustellen, wer denn möglicherweise Schutzrechte für Faktensammlungen, Informationen und Werke erhält, die der Staat aus öffentlichen Mitteln zum Wohle der Allgemeinheit schaffen ließ. Begleiten sollte also auch eine Evaluation des europäischen Datenbankherstellerrechts erfolgen, was ein etwas dickeres Brett ist und nicht Deutschland allein machen kann, aber eine Reform des § 5 Urheberrecht, um alle amtlichen Werke sowie die im Auftrag des Staates auf öffentlichen Mitteln finanzierten Faktensammlungen und Werke klar so zu definieren. Momentan ist es nämlich so, vorhin kam ja die Frage von wegen, was hat sich die Amtsleitung gedacht? Und bei § 5 ist es tatsächlich so, man muss ableiten können, ob die Amtsleitung eine Information auch zur allgemeinen Kenntnisnahme und dem öffentlichen Interesse veröffentlicht hat, um dann sagen zu können, ja, das gehört auch wirklich allen Menschen. Soll ich weitermachen? Das war jetzt eigentlich meins noch. Entschuldigung, ich habe jetzt wieder das Wort zum Sonntag abgelegt. Aber genau, das war unser Überblick. Der hat an ganz vielen Stellen wirklich nur an der Oberfläche kratzen können, weil das Thema so vielschichtig ist. Also für alle, die in der eigenen Zeit gerne noch mehr herausfinden möchten, haben wir ein paar weiterführende Links zusammengestellt. Und insbesondere diese gerade laufende Online-Vorlesung des Hasso-Platten-Instituts zu Knowledge Graphs, also die kann ich wirklich sehr wärmstens empfehlen. Der erfordert ein bisschen Vorkenntnisse in Informatik oder Philosophie wahlweise. Ich finde aber didaktisch wirklich sehr schön aufgebaut. Und was auch total spannend ist, sind die Beispiele aus dem digitalen Ehrenamt. Ich habe ja auch schon gesehen hier gerade, dass ein paar Menschen aus dieser Blase hier dabei sind. Da ist wirklich vor vielen Jahren schon viel vorgedacht und vor allem auch experimentell praktisch schon umgesetzt worden, was erst jetzt so langsam in der Realität von Politik und EntscheiderInnen ankommt. Und wer sich mit dieser praktischen Beschäftigung, mit der praktischen Anwendung damit beschäftigen möchte, der sollte mindestens hier in der Lektüreliste das erste Buch lesen von Sid Harrell, diesen Civic Technologies Practice Guide. Das sind Erfahrungen aus dem Maschinenraum bei der ganz praktischen Anwendung von Civic Tech, die auch für ordnungspolitische Rahmensetzungen total hilfreiches Wissen darstellen, wie nämlich die Physik quasi metaphorisch in diesem Bereich auch funktioniert. Damit sind wir durch. Vielen Dank euch beiden, das habt ihr großartig gemacht. Ich würde gerne, wir haben schon ein paar Wortmeldungen, ich würde gerne vorab nochmal eine Frage stellen zum Thema Schaufenster-Digitalisierung. Nächstes Jahr ist ja nicht nur dieser Rechtsanspruch auf Open Data geplant, sondern es soll ja auch das Dateninstitut kommen. Und ursprünglich war ja die Idee davon, dieses Dateninstitut nach britischem Vorbild aufzubauen, ne? Also nach diesem Open Data Institut. Wie seht ihr das? Ist das seid ihr da auch eher kritisch eingestellt oder könnte das gegebenenfalls auch eine Möglichkeit darstellen, vielleicht Daten besser bereitzustellen? Also die Idee ist natürlich beide klar. Gleich frei. Ja, Stefan, ich muss mal kurz dazwischen grätschen. Stefan ist ein bisschen kritischer als ich, glaube ich. Ich finde es auch nicht so richtig toll. Es ist halt eine weitere Institution und eigentlich sollte ja jedes einzelne Ministerium, jede einzelne Kommune befähigt sein, in ihren Institutionen ihre Faktendaten sofort als Knowledge Graph reinzuklöppeln und bereitzustellen. Und auch genauer zu wissen, was sind denn jetzt personenbezogene Daten und was darf ich sozusagen nicht verwenden. Das ist auch nur, und zu wissen, das ist auch nur der kleinere Bereich. Weitaus größere Bereich kann eben bereitgestellt werden. Ich kenne Parallelinstitute, die auch dafür da sein sollen, dass die Öffentlichkeit oder die Bürger oder so oder Kommunen informiert werden. Am Ende ist es dann oft nur so, dass es eine Schnittstelleninstitution ist, in der Unternehmen besser an Daten rankommen oder über Daten informiert werden. Das ist dann also nochmal die große Umsetzungsfrage. Wenn es schon ein Dateninstitut gibt, wovon wir nicht überzeugt sind, aber wenn es das nun mal schon geben soll, ist es wirklich wichtig, dass hier sofort Vertrauen geschaffen wird, indem eben diese Frage der Datenbereitstellung mit offenen Daten priorisiert angegangen wird und auch wirklich umgesetzt wird. Da
bin ich natürlich noch skeptisch, weil einfach die Erfahrung zeigt, dass das in der Regel ganz völlig anders läuft. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und würde mich dann natürlich freuen, wenn das dann auch so weit kommt. Ich würde mich da auch eines Besseren belehren lassen, wenn es dann gut ist. Ich habe dann nur deswegen Fragezeichen, weil das Beispiel aus Großbritannien ist richtig. Dort gab es das Open Data Institute. Also in Deutschland heißt es nur Dateninstitut ohne Open dran. Kann man auch mal drüber nachdenken. Was aber meistens komplett in der Diskussion untergeht, ist, dass Großbritannien, als das ODI gegründet worden ist, 2012 meine ich, dass es da schon ein Jahr lang den Government Digital Service gab, der auch von der Veranlagung her ganz andere Durchgriffsrechte hat, als es in Deutschland da ist. Also der kann ja wirklich auch Vorschriften machen für jedes Ministerium, was wir hier in Deutschland so aufgrund, wie unser Staat organisiert ist, gar nicht haben. Das heißt, das war ja auch ein Zweiklang immer, wo gleichzeitig auch die Infrastruktur angegangen worden ist. Also wieder in diese Wasserturm-Metapher. Die große Frage ist ja hinterher im Vollzug, wie wird das alles aufgebaut und wie läuft das in den laufenden Betrieb rein? Das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, so, wir haben jetzt ein Smart-Home-Institut, das mir irgendwie meine ganze Bude modern macht, damit ich meine Heizung steuere. Und gleichzeitig habe ich eigentlich hier offene Stromleitungen, die keiner VDE-Norm mehr entsprechen und die man mal angehen sollte. Und wenn das nicht, also eigentlich vorher schon passiert, wird es dann ein bisschen schwierig. Wo ich auch ein bisschen Zweifel hatte, war die ganzen Use Cases, die kamen, viele von, oder Teil von denen kamen mir halt auch wirklich bekannt vor, aus Erfahrungen, die das digitale Ehrenamt schon gemacht hat. Also da hätte man von vorne wieder etwas gemacht, wo es schon die Erfahrungen gab, anstatt diese Erfahrungen mal systematisch aufzugreifen und daraus auch wieder im Zweifelsfall diese Bad Practices abzuleiten, was man nicht tun sollte und oder warum etwas nicht gut und nicht richtig ist. Und da, also Erfahrungen sind eine erneuerbare Ressource, die kann man immer wieder machen, aber man kann ja vielleicht auch mal die wieder nutzen, die es schon gibt. Danke, da habt ihr doch ziemlich diplomatisch geantwortet, finde ich. wir haben jetzt eine Frage von Gerhard Blei, der sich gerne dazuschalten möchte. Das fand ich sehr schön. Ich würde mich gerne kurz Ausrufezeichen zum Thema Transparenzgesetz äußern. Das werden wir sehen und eine Frage stellen. Jason, wäre super, wenn du Gerhard Blei zu uns auf die Bühne holen würdest. Da ist er schon. Ja. Bin ich jetzt zu hören, zu sehen? Ich weiß es nicht. Zu hören und zu sehen, da müssen wir wahrscheinlich noch die Kamera freischalten. Ja, egal, vielleicht versuche ich es auch ohne Kamera. Also Gerhard Blei aus Rostock. Ich bin bei Transparency aktiv und ich möchte nur darauf hinweisen, dass Open Data eines von zwei Schwerpunktthemen bei Transparency ist seit ein paar Monaten. Wer sich also engagieren möchte, kann gerne sich da einklicken. Es gibt eine Arbeitsgruppe Open Data, die auch gerade erst am Beginn ihrer Tätigkeit ist. So, also vom Reden zum Handeln sozusagen kommt. Das nächste ist, es gibt, das betrifft die Schnittmenge Transparenzgesetz Open Data. Es gibt von, es wurde bereits jetzt hingewiesen auf die Initiative für ein Bundestransparenzgesetz. Es gibt ja nicht nur den Koalitionsvertrag, sondern schon seit über einem Jahr einen Entwurf von mehr Demokratie und auch Transparency mit anderen noch zusammen, der bereits vorliegt, wo also Leute auch reingucken können, einfach transparenzgesetz.de und dann mal gucken können, wie es sich da verhält. Da ist auch sehr gut nachzulesen, was mit diesen Ausnahmen ist, die da angesprochen worden sind vorhin in dem Vortrag. Es gibt in vielen Bundesländern, nicht nur Hamburg wird immer als Modell aufgeführt, ja, es gibt Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen, andere Länder auch noch, gibt es bereits Transparenzgesetze. Es gibt andere Länder, wo meistens auch von mehr Demokratie und Transparency-Initiativen für Transparenzgesetze laufen. Das ist ein sehr steiniger Acker, wie ich aus Mecklenburg-Vorpommern weiß. Wir haben sowas auch gerade gestartet jetzt. Und also da können sich Leute ganz konkret engagieren für das Thema Open Data Transparenzgesetz, was ja eine Schnittmenge hat. Und meine Frage nochmal wäre jetzt, wie Sie das einschätzen jetzt, ja, das Verhältnis zueinander. Das, ich habe eigentlich mehr, wenn es um zivilgesellschaftliche Initiativen geht, die Initiative für das Transparenzgesetz gesehen, als Vehikel, das Thema zu befördern. Und Open Data ist so ein bisschen etwas, scheint mir etwas sperriger und etwas mehr so für Fachleute. Ich hoffe, das war noch kurz. Aber ich hoffe auch bei. Ja, aber viele gute Hinweise. Danke dann an euch beide.
Ja, ich meine, darüber haben wir natürlich auch sehr am meisten drüber nachgedacht, ne, beim Böll-Brief. Was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir ein Transparenzgesetz oder eine Änderung oder wollen wir ein Open-Data-Gesetz? Und dazu sind wir dann am Ende auf ein Open-Data-Gesetz gekommen. Der Stefan kann noch mal ein bisschen besser erläutern, wieso wir das uns eigentlich so überlegt haben. Ja, also ich denke, das sind zwei Seiten einer Medaille, ne? Also das ist halt, eigentlich geht es darum, wenn man sowohl Transparenz wie auch Open Data haben möchte, sollte man das Wissensmanagement so aufbauen, dass die Erfüllungen dieser jeweiligen beiden Ansprüche so einfach und so automatisch wie möglich sind. Das heißt, es gehen beide eigentlich in eine Abhängigkeit zurück, dessen, was man tun muss, auf denselben Ursprung. Und deswegen lohnt sich es, glaube ich, auch, das gemeinsam zu denken und halt eben auch in der Systematik zu denken, was muss man tun. Also nicht, dass Leute eben händisch in den Keller reingehen und Akten rausziehen und kopieren und dann 500 € Kopierkosten verlangen. Ja, was ich ganz gut fand, ist diese, also total danke für diesen Hinweis mit dem, dass Transparency jetzt auch eine Open-Data-Gruppe macht. Ich kann nur dazu animieren, auch sich mit den anderen Gruppen des Ehrenamts dazu vernetzen und zu verknüpfen. Also gerade Code for Germany liegt mir sehr am Herzen, bei denen bin ich jahrelang aktiv. Die tauschen sich in einem Slack-Kanal der Open Knowledge Foundation auch aus. Da zusammenzufinden ist total hilfreich. Es gibt dann auch Querverbindungen zu Wikidata-Communities. Und natürlich auch, was ich ultra gut finde, ist diesen Hinweis, dass man sich natürlich auf lokaler Ebene auch einsetzen kann. Sollten andere Menschen aus Bayern hier zugucken, da ist es zum Beispiel so, es gibt kein Landestransparenzgesetz oder Informationsfreiheitsgesetz, aber es gibt einzelne Kommunen, die sich solche Satzungen gegeben haben. Und sowas kann man natürlich auch noch vorantreiben, dass auch in weiteren Kommunen solche kommunalen Satzungen entstehen. Sehr schön, vielen Dank. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet, Herr Blei. Dann würde ich weitermachen mit einer Frage von Alex Schnapper, der nochmal an die letzte Fragerunde anschließt. Und das finde ich sehr interessant. Er fragt nämlich, wie Mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltung eigentlich geschult werden können, ne, zum Thema Open Data an den richtigen Stellen, damit es eben nicht zu den Leuten mit IT-EDV-Kenntnissen abgeschoben wird. Und meistens hapert es ja an der Stelle, also dass Open Data nichts Böses ist. Und ich glaube, ihr schreibt auch in eurem Papier, ne, zum Thema, was braucht eigentlich die öffentliche Verwaltung, Digitalkompetenz, auch, dass die digitale Zivilgesellschaft hier durchaus auch sich einbringen könnte. Das wäre interessant, wenn ihr darauf nochmal eingehen würdet. Ja, auf jeden Fall. Also das mit der Zivilgesellschaft ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil ich hatte bisweilen den Eindruck, dass Zivilgesellschaft dann eher instrumentalisiert wird bisweilen oder halt als Monstranz. Also also man hat ja eine Zweiteilung. Ich habe dieses Sid Harrell-Buch erwähnt, die spricht von Civic Tech und meint da aber halt sich im Endeffekt als staatliche Mitarbeiterin, die sagt, ich muss zeigen meiner eigenen Situation gegenüber, was möglich wäre und dann muss ich das tun, was notwendig ist, damit das in der Breite funktionieren kann. Wir haben in Deutschland eher so eine Zweiteilung, dass das digitale Ehrenamt an ganz vielen Stellen gezeigt hat, was eigentlich ginge, wenn Open Data vorhanden wäre und wenn davon mehr auch da wäre. Und was dann zu so einem seltsamen Effekt geführt hat, dass die staatlichen Stellen weiterhin händisch die Informationen veröffentlicht haben und sich dann gewundert haben, warum dann die Zivilgesellschaft sich nicht auf diese neuen Datensätze auch wieder draufstürzt und damit irgendwas tut. Das heißt also, eigentlich muss diese Verantwortung in die öffentliche Hand zurückgehen und Schulung ist, finde ich, wichtig, aber wir brauchen halt auch IT-Kompetenz in der Linie in staatlicher Hand. Momentan gibt es ganz oft so eine Diskrepanz zwischen, es gibt dann so PowerPoint-Digitalisierungs- Menschen, die also auf den großen Smart-Whatever-Bühnen unterwegs sind und erzählen, was sie alles Tolles an Leuchtturmprojekten machen. Und die Linien-IT, die wird irgendwie auf E9 eingruppiert und das sind so die, die einem unterm Schreibtisch im Staub rumkriechen und das Telefon anschließen und den Drucker warten, wenn er nicht geht. Dass das aber halt eine strategische Aufgabe ist, also analog zur Stadtplanung, wo wir ja auch nicht irgendwelche, da haben wir ja auch E15-Kräfte, die halt IngenieurInnen sind und wissen, was sie da tun. Das müssen wir wieder zurück eigentlich in staatliche Hand holen und da darf dann auch nur mitreden, wer hier sachlich Ahnung hat. Wir machen ja auch nicht so, dass eine Amtsleitung das Containment eines Reaktors irgendwie mitdesignt und entwirft. Da haben wir nicht ohne Grund Fachleute für. Ja, gut, aber insgesamt, also ich stimme Stefan total zu, insgesamt ist es aber natürlich eine ähnlich große Aufgabe, wie unser Lehrpersonal auf digitale Schulen kompetent zu machen. Das Ganze, natürlich sind die neuen Leute hoffentlich besser geschult und kennen sich ein bisschen besser aus. Und gleichzeitig habe ich einen riesigen
Körper an bestehendem Verwaltungspersonal, die ja auch ein bisschen was mitmachen müssen. Und das geht sicherlich genauso ähnlich, also peu à peu in der Anwendung müssen Menschen sie erkennen können, das hilft mir. Ich muss nicht zusammenbrechen bei einer Informationsfreiheitssatzungsanfrage, sondern das geht relativ leicht. Ich soll für meinen Dezernenten oder für jemanden etwas herausfinden. Klick, oh wie toll. Und das muss sozusagen, also es muss sich in der Anwendung auch positiv darstellen, dass das dann auch über Flurfunk und wie auch immer so, dass Leute sagen, guck mal hier, das ist bei uns, läuft bei uns total super, ihr müsst das auch unbedingt machen. Vielleicht kann man das ne, wie agil ausrollen, wie auch immer. Ich glaube, es muss insgesamt auch dann Schulungen, Kleinschulungen geben oder Sachen geben, wie eben das von Kurt Müller, dieses kleine Programm, das eben sofort Dinge, Tabellen in semantische Open Data übersetzt, muss eingeführt werden, damit das dann nicht mehr so schwierig ist. Eine grundsätzliche Aufklärung darüber, worum es denn eigentlich geht. Da ist der Grundkurs hier ja schon mal ein Anfang. Was kann man denn machen? Und dann, aber das ist, Alex, immer der Punkt. Dann gucken einen Leute mit großen Augen an und sagen so, wir sind überzeugt, wie sollen wir denn starten? Und da gibt es, kann ich auch nur sagen, da gibt es eben mehrere Ansatzpunkte und mehrere Möglichkeiten. Aber solange das strategische Bewusstsein und die strategische Steuerung nicht da ist, ist das sicherlich auch nicht zielführend. Also muss Personalmanagement und so weiter gemacht werden. Würde ich ganz kurz noch ergänzen. Also deswegen dränge ich ja immer so, oder drängen wir auf diese Infrastrukturgeschichte. Also wir müssen eigentlich wegkommen davon, dass es was Schmerzhaftes ist, was man als Mehraufwand macht sonst irgendwie, und weg von dem händisch in der Gegend rumtragen. Wir möchten ja zum Zustand kommen, dass Leute sowas einfach, dass es unsichtbar ist im Endeffekt. Also es geht ja auch niemand mehr in einem Rathaus aufs Klo und sagt, um Gottes Willen, ihr habt fließend Wasser. Wasser as a Service. Also wie cool ist das denn? Das ist einfach da und es ist benutzbar und es fällt erst auf, wenn es weg ist. Und da müssen wir hinkommen und dafür brauchen wir Kompetenz und fähige EntscheiderInnen, die es auch wirklich vollziehen können. Ja, und das Hauptargument wird dann sein, wir sparen auch enorm an Arbeitsstunden. Und wir sind attraktiver als Arbeitgeber. Alle haben Probleme beim Besetzen von offenen Stellen. Und das wird oft als Grund herangezogen, um eben IT-Stellen, dass es da jetzt nun wirklich nicht geht, noch zusätzliche IT-Stellen zu schaffen, weil wir haben sowieso überhaupt keine, wir kriegen sowieso kein Personal. Aber es müsste eigentlich umgekehrt sein. Wenn die Infrastruktur in deiner Kommune, in deinem Ort, die Arbeit erleichtert und wenn es fluppt und wenn Leute sich nicht mit langweiligen und aufwendigen Dingen beschäftigen müssen, dann haben wir auch die Ressourcen frei für andere Sachen. Dankeschön. Alex Schnapper, da hast du offensichtlich einen Nerv getroffen. Hier werden schon neue Geschäftsmodelle entwickelt, so Water as a Service. Sehr schön. Dann haben wir hier noch einen Einwand von Rainer Bonnet, der hatte sich ja vorhin auch schon gemeldet. Bitte macht Druck auf den Gesetzgeber, das Bundestransparenzgesetz auch in einfacher Sprache zu veröffentlichen. Ne? Nochmal zu bezogen auf den zweiten Vortragsteil, und Torben Zillack fragt nochmal nach: Dateninstitut, wird sich Wikimedia am Aufbau dessen beteiligen? Das ist eine schöne Frage. Vielleicht damit verbunden nochmal die Frage, wie nehmt ihr denn überhaupt die Einbindung der Kompetenz der digitalen Zivilgesellschaft bei diesen Prozessen wahr? Denn das war ja ein sehr, sehr großes Versprechen, mit dem die Ampel in diese Legislaturperiode gestartet ist. Ja, soll ich anfangen oder willst du, Friederike? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also was funktioniert, ist der formalisierte Einbindungsprozess. Also im Sinne von, wir haben hier um 10 Uhr kommt vorbei, es gibt Filterkaffee und eine Runde und alle haben so Kärtchen vor sich auf dem Tisch stehen oder wegen mir auch online. Was halt natürlich auch nur dann geht, wenn man in solchen formellen organisatorischen Strukturen ist, die um 10 Uhr einem ermöglichen, da teilzuhaben und dorthin zu gehen und das auf Arbeitszeit vielleicht auch machen zu können. Was halt total spannend ist bei digitaler Zivilgesellschaft, ist ja, dass sie eine ganz andere Organisationsform eigentlich vielfach ist, die vielfach nicht in einem eingetragenen Verein organisiert ist, sondern eher so loses Engagement aus Interesse, sonst irgendwie. Und da eigentlich eine massive Kompetenz vorhanden ist, sehr dezentral und halt gar nicht formalisiert. Das heißt, was ich mir eigentlich, ich hatte damals gesagt, als diese Dateninstitut-Idee aufkam,
Das einzig Sinnvolle, was ich mir vorstellen könnte, was dieses, so ein Institut eigentlich derzeit leisten könnte, wäre mal rumzugehen und systematisch dieses verteilte Wissen auch einzusammeln, sodass es weiterverwendbar ist. Also wirklich Interviews zu führen und all diese Erfahrungen mal so einzusammeln, dass sie nicht nur, wenn man jemanden kennt, die jemanden kennt, auch verfügbar ist. Bei dieser, generell bei dieser nicht strukturierten und eher losen Organisationsform, da ist die Einbindung so, so durchmischt. Also da ist doch einiges möglich, denke ich mal. Ja, in Ergänzung dazu kann ich aber auch erkennen, dass der Wille zur Einbindung durchaus gestiegen ist. Dass es besser werden kann, keine Frage. Da gibt es aber auch eine Lernkurve. Die Einbindung beim Dateninstitut speziell und Wikimedia Deutschland findet insofern statt, weil es, glaube ich, jetzt Bemühungen gibt, dass wir in so einem Unterworkflow mit weiter drin sind, eventuell, aber ganz konkret mit der bisherigen Ausgestaltung und mit der Definition der Priorisierungssektoren, da hatten wir bisher nichts zu tun. Das muss man klar sagen. Da waren andere Organisationen der Zivilgesellschaft mit beteiligt, die Open Knowledge Foundation, Henriette Litter sitzt da mit drin. Das kann man aber alles nachlesen. Das ist relativ transparent. Natürlich werden wir weiter Druck machen auf die Bundesregierung. Das ist quasi unsere Aufgabe. Und wir haben die als Wikimedia Deutschland haben wir die absolut privilegierte Position, dass wir uns als Vertretung der digitalen Zivilgesellschaft betrachten und über einen finanziellen Hintergrund verfügen, der es uns erlaubt, hier Stefan und ich mitten zur Arbeitszeit für 2 Stunden mit Vorbereitung und so weiter hier zu sitzen und einen Grundkurs offene Daten zu machen, und dafür werden wir bezahlt. Also solche einfachen Sachen kann man immer gerne mal wieder hervorheben. Ich hatte einen Arbeitskreis zum Thema Global Digital Compact geleitet, und da ging es schon los. Wann treffen wir uns denn überhaupt? Die einen müssen arbeiten und die anderen können ihre Arbeitszeit nutzen. Welches wäre ein perfekter Termin? Nach der Arbeitszeit oder vor der Arbeitszeit etc. Und es darf auch bitte nicht so aufwendig werden, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Und da ist eben Wikimedia Deutschland, das haben wir auch in verschiedenen Beteiligungsprozessen, die auch jetzt häufiger auf uns zugetragen werden. Seid ihr nicht auch noch dabei beim OECD-Prozess und wollt ihr nicht auch dabei sein, hier das Auswärtige Amt will digitale Dinge und KI, wollt ihr nicht zu KI auch noch irgendwas sagen, dass wir häufiger gefragt werden. Und da eben auch unsere herausragende Position einfach nochmal erkennen und kennenlernen, dass wir das auch können. Wir können nicht alles, wir sind auch ein kleiner Haufen im Vergleich zu anderen Wirtschaftsunternehmen, aber das geht, und insofern auch dank natürlich der Hilfe von Spenden und unseren Mitgliedsbeiträgen, aber deswegen auch immer gerne irgendwelche Dinge auch an uns herantragen oder zu uns kommen und sagen, hier, also die Initiative von Transparency, interessant, das werden wir mal aufnehmen, dass wir alles mal so ein bisschen sammeln und auch mit weiter verteilen können. Ja, danke. Das war eigentlich schon ganz schöner Abschluss. Wir haben aber noch eine letzte Frage, die würde ich gerne noch rannehmen und dann auch schließen. Schafft ihr es kurz, die zu beantworten? Und zwar hat hier anonym jemand eine Frage gestellt, wird es in der Umsetzung und insbesondere auch den Erhalt öffentlichen Datenbanken auch eigene Fachkräfte geben müssen, die Datenbanken pflegen, up-to-date bleiben bei möglichen Neuerungen? Bahnt sich da vielleicht eine neue Berufsrichtung an? Ich würde sagen, die Berufsrichtung gibt es schon. Das ist weniger Datenbankpflege, sondern da geht es um SystemarchitektInnen. Also die wirklich auch, und das Architekturbegriff ist nicht umsonst gewählt, das ist ähnlich wie in der Stadtplanung, eben wirklich weit vorausschauen, Jahre in die Zukunft zu schauen, wie kann ich da den Garten so bestellen, der IT-Landschaft, dass er auch langfristig tragfähig ist. Es ist auch noch viel zu tun. Also die große, was ich gehört habe von Gewerkschaften auch, dass sie dann zum Beispiel sagen, um Gottes Willen, wir möchten gar nichts in die Richtung machen, weil da fallen Arbeitsplätze weg. Ich könnte aber auch mir auch vorstellen, dass über Jahre hinweg noch Menschen in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt sein werden, Wissen, das momentan in Akten verordnet, also veraktet ist, nur für Menschen lesbar, für die Zukunft noch auf irgendeine Art und Weise so zu digitalisieren, dass sie auch nachnutzbar und wiederverwendbar sind in diesem Prinzip des Wissensgrafen, des Knowledge Graph. Wunderbar, dann sind wir jetzt
um 13.15 Uhr auch am Ende angelangt. Vielen Dank euch beiden für diesen wirklich richtig tollen Vortrag. Danke auch für die Publikumsbeteiligung. Hier gibt es auch noch ein Lob von Uwe Neue. Er hat etwas gelernt, das freut mich sehr. Genau, wir haben uns heute eben angeschaut, was offene Daten sind, wo sie eingesetzt werden können, wie sie bereitgestellt werden können und warum sie eigentlich auch so wahnsinnig wichtig sind für eine gemeinwohlorientierte digitale Transformation. Danke euch beiden, danke ans Publikum. Eine letzte Frage noch, bevor wir die Veranstaltung schließen, würden wir gerne noch mal kurz für die Evaluation wissen, wie Sie die Länge von dieser Einheit, Grundkurseinheit einschätzen. Wenn Jason, du das noch mal kurz einblenden könntest, ist das genau richtig? Ein bisschen zu lang, ein bisschen zu kurz? Das würde uns noch mal interessieren, jetzt bezogen auf dieses Thema. Und genau, wenn du das nochmal einblenden könntest, wenn die Personen abgestimmt haben, das wäre super. Okay, also genau richtig, aber ein paar hätten sich auch etwas mehr beziehungsweise etwas weniger gewünscht, aber damit können wir erstmal arbeiten. Dann vielen, vielen Dank euch beiden nochmal und einen schönen Tag in die Runde und bis zum nächsten Grundkurs. Vielen Dank für die Gelegenheit und die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch.